Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ad Infinitum, an Start einer neuen Aufnahmesession hier bei mir. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, wo wir hier sind, denn ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der letzten Folge hier unten aufgehört haben. Ich bin gerade hier aufgewacht bei dem Bett, das wir ja mittlerweile schon kennen. Das haben wir schon des Öfteren gesehen hier im Spiel mit dem blutverschmierten Laken. Aber wo wir hier unten sind, ich weiß es gar nicht. Haben wir uns hier schon umgeschaut oder eben nicht? Ich glaube, wir haben ein bisschen was gesammelt von den Karten und so weiter und so fort. Aber dass wir jetzt hier unten schon waren? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sieht es denn aus mit Mission? Spitzhacke. Haben wir dabei. Mit der Spitzhacke kannst du morschen Holzbrettern und maroden Wänden zu Leibe rücken, die dir im Weg stehen. Alles klar, flieh aus der Kirche. Das ist unser nächstes Ziel. Interessant. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal da unten weiter. Hauen uns erstmal einen Zwieback und eine Leberwurst rein. Warum auch nicht? Fleischkonserven gibt es ja auch noch. Leckerschmecker, alles da. Aber Hunger haben wir keinen. Und dann würde ich mal sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, denn ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan, wo wir da in der letzten Folge waren. Sind wir vielleicht von hier nach unten? Aber wie soll man denn... Hä? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also hier kommen wir sowieso nicht wirklich weiter, glaube ich. Ja. Au. Hier kommen wir nicht weiter. Bei den Schlafplätzen. Die Wäsche hängt hier noch. Die Kerzen leuchten noch. Aber es ist niemand hier. Wir sind ganz alleine hier. Was ist das denn? Komisch. Hat auch irgendwie was Gruseliges da drüben. Ich meine, das ist einfach nur eine aufgestellte Trage. Aber trotzdem, mit dem Blut und so an der Wand, das hat schon was. Das war vielleicht so ein kleines Feldlazarett hier in der Ecke. Denn da unten sieht man auch die riesige Schere beispielsweise für den Verband. Hier oben noch ein paar Spritzen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ein kleines Feldlazarett hier unten aufgebaut. Denn Verletzungen und so weiter und so fort mussten ja hier tonnenweise behandelt werden. Ja, noch ein paar Instrumente. Aber wo sind wir denn hier überhaupt, sag mal? Aha. Schlafplätze. Hier geht's zu den Schlafplätzen. Hier ist nichts. Keine Ahnung, was das da sein soll. Und hier kommen wir auch nicht rein. Ins Lager. Alles klar. Wir sind also hier draußen. Ich habe keine Ahnung, was das da sein soll. Vielleicht irgendwie ein Kochtopf. Keine Ahnung. Das wird's wohl eher nicht sein. Zwieback haben wir hier in der rauen Mengen. Und hier geht's in den Norden. Aber will ich da hin? Eigentlich will ich da nicht hin. Ich würde mich gerne nochmal auf der anderen Seite umschauen. Eieiei, na das war jetzt hier komischerweise rumstarten, hier unten. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, mir war bewusst, wenn man mal sterben sollte oder neu laden, dann landen wir in diesen Bettchen. Das sind unsere Respawn-Punkte. Da halten wir ein Nickerchen oder unser Soldat hält hier ein Nickerchen, bis wir wieder hier sind und weiterspielen. Aber dass wir jetzt hier unten stehen und gar nicht wissen, wie wir dahergekommen sind... Das habe ich eigentlich nicht gedacht. Guck mal, da liegt sogar ein Brief rum. Als wären diese verdammten Gräben, dieser verdammte Krieg nicht genug. Jetzt ist mir der Fluch meines Namens aus unserem Hause bis an die Front gefolgt. Alle spüren es. Es schleicht durch die Gräben. Nur unser neuer Leutnant merkt es nicht. Und auch das ist ein Brief von uns. Na gut, ich würde sagen, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Hier geht's in den Westen, hier geht's in den Süden, hier geht's in den Osten und hier geht's in den Norden. Na gut, hier geht's nirgendwo hin, da steht zwar Norden, aber da landen wir schlussendlich wieder hier, müssen den großen Weg drumherum gehen. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, denn theoretisch müssten wir den Weg ja finden können, den wir eigentlich nehmen sollten. Große Kreuzung. Um hier reinzukommen. Das muss ja auch irgendwo hier gewesen sein. Denn irgendwie müssen wir hier reingekommen sein. Warte mal, ich schlag mal alles hier nieder, was wir finden können. Denn es gibt auch hier was zum Lesen. Huch. Eine Liste von Platten.
Schellackplatten Repertoire. Es gibt Robert Schumanns, der traurige Jäger, Johannes Brahms, der trauernde, Richard Wagner, der fliegende Holländer im ersten Aufzug, Otto Reuter, Berlin, Berlin, Claire Waldorf, Maxe von der schweren Artillerie und Freddy Estonteco, mein Papagei, frisst keine harten Eier. Und genau das haben wir schon mal gehört. Vielleicht ist es auch das Lied, was hier gerade spielt, ich weiß es gar nicht. Ja. Und eine Beschwerde des Arztes haben wir hier auch, an den Kompanieführer nämlich. Wir haben einen ganzen Pferdekarren medizinisches Material verloren. Lassen Sie, Herr Leutnant, mich wenigstens nach dem Morphium suchen. Jede Dosis wird dringend gebraucht. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich offiziell Beschwerde gegen Sie eingereicht habe. Ihre Order, keine Kriegsuntauglichen mehr auszusprechen, ist, wie im Falle von Unteroffizier Rosala, verantwortungslos und demoralisierend, auch gegenüber den gesunden Soldaten. Zudem bitte ich Sie zu unterlassen, mich als Dr. Eisenbart zu betiteln. Diese kindische Beleidigung haben zu meinem Leidwesen und die meiner Mitarbeiter einiger ihrer Soldaten bereits übernommen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach am 9. September 1917. Und wie gesagt, es ist gerade hier der Start einer kleinen neuen Aufnahmesession hier bei mir und ich glaube mich zu erinnern, dass dieser Herr Rosala, Unteroffizier Rosala, der war, der zumindest von den anderen Soldaten richtig erkannt wurde, dass er Probleme hat, dass der definitiv nicht mehr fronttauglich ist. Nur hat es die anderen nicht interessiert, diejenigen, die das zu entscheiden haben, und er ist dann schlussendlich gestorben, hat sich erschossen, irgendwo da unten im Bunker. Ich hoffe, das ist nicht Copyright geschützt, ich habe keine Ahnung, ich lasse das Lied einfach mal laufen. Mehr als, dass ich nichts verdiene mit dem Video, kann ja eh nicht sein. Hoffe, es wird nicht gesperrt, aber ich denke nicht. So, ein weiterer Brief. Warum glaubt alle Welt, dass ich einen Einfluss auf unseren neuen Leutnant und die Befehlskette habe? Wie soll ich mit bloßer Hand in diese rasende Maschine greifen? So weh es mir tut. Wir haben nur noch den Fluch unseres Namens gemein. Und auch das ein Brief von uns. Der neue Leutnant. Sind das vielleicht wir selber? Wie soll ich mit bloßer Hand diese rasende Maschine greifen, so wie es mir tut? Wir haben nur noch den Fluch unseres Namens gemein. Soll das jetzt heißen, unser Bruder von Schmidt war der Leutnant? Oder sind wir der Leutnant und wollen es nicht wahrhaben? Denn wir haben ja schon in der letzten Aufnahmesession irgendwann mal ein paar Hinweise darauf gefunden, dass wir jetzt nicht mehr an unterster Stelle waren, dass wir nicht mehr derjenige waren, der hier frisch an die Front gekommen ist, sondern uns schon ein bisschen hochgearbeitet haben und was zu sagen hatten. Aber ob wir jetzt der Leutnant sind und die Leute vielleicht hier ins Verderben gebracht haben, ich weiß es nicht. Wir können nur mutmaßen. Es liest sich zumindest so. Es gibt ein paar Hinweise, oder es könnte ein paar Hinweise geben. Kann natürlich sein, dass ich da irgendwas jetzt gerade komplett falsch kombiniere, aber ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Als wären wir dieser neue Leutnant und all unsere Untersoldaten, wie nennt man denn die? Untertanen ist ein blödes Wort. All unsere Kollegen, über die wir befehligen können, sagen wir mal so, sind dann nicht so d'accord damit, dass wir der neue Leutnant sind. Wenn wir es sind, das ist eben die große Frage, das weiß ich nicht. Aha. Okay, da kommen wir nicht rein. Da wurden wahrscheinlich ein paar Kriegsspiele gespielt da hinten. Was wäre, wenn wir hier angreifen oder andersrum? Was könnte passieren? Aber es würde mich wirklich mal interessieren, wie wir hier reingekommen sind. Da ist eine Waffenkammer. Man sieht die Waffen aufgereiht. Da hinten genauso. Alles verschlossen. Und auch hier kommen wir natürlich nicht rein. Dasselbe Gerät, mit dem wir... Nein, eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, keine Morse-Station, sondern eher so eine Funkstation, wo man eben mit verschiedenen Frontabschnitten vielleicht da funken, telefonieren konnte. Sieht zumindest danach aus, aber leider können wir auch hier natürlich nicht rein. Schade, ich hätte mir das gerne mal von der Nähe angesehen. Das sieht interessant aus. Cool. Und hier geht's zum Heldenweg in den Westen. Denen sind wohl die Männer ausgegangen. Jetzt schicken sie alles eine Nummer kleiner. Leutnant? Leutnantchen wohl eher. Aber stolziert wie der Kaiser selbst. Wir sind denen da oben einen feuchten Dreck wert.
Sonst hätten sie uns was Richtiges geschickt. Scheiße. Scheiße. In der Schule hätten wir so einen runtergestürzt. Adel hier im Graben. Die Ratten werden sich freuen. Und die Läuse erst. Ja, haben wir noch Dosenmilch da? Den müssen wir aufpäppeln. Dann wird am Ende noch ein Soldat aus ihm. Kompanie, Achtung! 27 Mann angetreten und bereit, Herr Leutnant. Ich hab das Gefühl, es geht hier um uns. Ich würde gerne nochmal die andere Tür öffnen, mal gucken, wo wir da hinkommen. Huch! Ich hab das Gefühl, es geht hier um uns. Ich glaube, dieser Leutnant, den die hier veräppeln, den die hier verspotten, ich glaube, das sind tatsächlich wir. Der Adel hier im Graben, und wir sind ja von einer, ich sag jetzt mal, Adeligen, von einer etwas wohlhabenderen Familie, das haben wir ja... Aha. Das haben wir ja gesehen, als wir zu Hause... Als wir zu Hause waren? Wer klopft denn da? Endlich. Alter. Bist du das, Soldat? Warst du das am Flugzeug? Meine Augen. Oh. Ich kann nichts mehr sehen. Aber jetzt können sie mich nicht mehr täuschen. Es sind Lügen. Nichts von dem ist wahr. Nichts. Es ist der Pilot aus dem abgestürzten Flugzeug. Wir haben ihn vor ein paar Folgen gesehen. Da wurde er vom Hunger zerfleischt oder zumindest mal weggerissen. Er lebt noch. Er hat keine Augen mehr, aber er lebt noch. Ach, wir müssen mit dem jetzt gehen. Ach du Scheiße. Die Heeresleitung. Wir müssen die Heeresleitung in Kenntnis setzen. Und ich glaube, wir sollten den Mann in die Krankenstation bringen. Der Kaiser muss wissen, was hier geschieht. Der Krieg ist nicht vorbei. Der Feind ist hier. Wir müssen den Krieg für uns entscheiden. Für uns und das Vaterland. Hör nicht auf die Deserteure und Verräter. Bitte, du musst mir helfen. Gib mir etwas, irgendetwas. Um die Nerven zu beruhigen. Gegen den Schmerz. Im Norden gibt es einen medizinischen Transport. Bitte. Ich. Meine Augen. Meine gottverdammten Augen. Der Feind. Sie waren in meinem Kopf. Ich habe sie gesehen. Sie waren es. Der Feind. Sie waren es. Aber das kann nicht sein. Wir müssen Bericht erstatten. Wir müssen... Sie kommen. Sie kommen. Nein, nein. Wir müssen die Heeresleitung, der Kaiser. Wir brauchen seine Hilfe. Ohne ihn sind wir verloren, schreibt uns das Spiel hier hin. Und es ist definitiv der, den wir im abgestürzten Flugzeug gesehen haben. Er wurde schwer verletzt von dem Hunger, der uns mittlerweile ja auch schon des Öfteren heimgesucht hat. Wir konnten ihm bis jetzt immer ausweichen, aber er war gefangen dort im Flugzeug und konnte sich wie auch immer hier herretten.
Und jetzt ist die Frage, ob wir ihm irgendwie helfen können. Unsere neue Mission, besorge Morphium für den Piloten. Ich bin gespannt. Wir haben 8 deutsche Erkennungsmarken und 8 französische Erkennungsmarken, sind also ganz gut dabei. Na, ich bin ja mal gespannt. Im Norden gibt's einen medizinischen Vorrat. Hier gibt es nichts, womit du dem Offizier helfen kannst. Die Frage ist jetzt, im Norden hier oder im Norden draußen? Kein Schmerzmittel. Auch hier nichts drin. Und hier drüben auch nichts. Ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Denn möglicherweise gibt es ja doch hier unten etwas, mit dem wir dem helfen können. Und wir müssen nicht wieder in die Schützengräben oder an die Front, um dort Morphium aufzutreiben. Vielleicht finden wir hier unten irgendetwas. Aber außer Zwieback, Fleischkonserven ist hier relativ wenig, wenn wir ehrlich sind. Guck mal, wie sieht's da oben aus? Da kommen wir sowieso nicht weiter, oder? Hier geht's zur großen Kreuzung, aber das ist nicht unser Ziel. Es ist die Frage, finden wir das hier unten im Bunker, dieses Morphium? Oder müssen wir da wieder hinauf? Ich weiß es nicht. Hier ist nichts. Hier kommen wir nicht rein und da stehen wir jetzt sowieso wieder an. Und ich glaube, das hier, ich gehe mal ganz kurz hier lang. Ist das der Norden? Ne, ist der Westen, alles klar. Ich glaube, das hier ist der Weg, den wir in der letzten Runde lang gegangen sind. Kann das sein? Da haben wir die Tür geöffnet und dann haben wir eine kleine Pause gemacht. Genau, von da oben sind wir nämlich gekommen, alles klar. Hier sind wir lang spaziert und hier wären wir dann reingekommen oder sind wir reingekommen, ich weiß es gar nicht. Und sind quasi da hinten dann aufgewacht ein paar Räume weiter. Alles klar. So rum wird ein Schuh draus, alles klar. Na gut, Freunde. Im Norden gibt's Morphium. Im Norden ist ein Medizintransport anscheinend verunglückt. Im Norden gibt's irgendwo anscheinend einen. Und ich vermute mal, dass wir hier unten nichts finden werden im kleinen Feldlazarett. Der Kaiser wird schon Bescheid wissen, mein Freund. Ich glaube, dass der schon andere Informanten hat. Na, gucken wir mal. Es geht Richtung Norden. Ich duck mich mal, denn wir haben hier natürlich wieder diese kleinen Muntermacher. Wenn wir dran, zu nah dran kommen, dann läuten wir. Und der Hunger hat immer Hunger. Der will ein Leckerli. Und ein Leckerli sind definitiv wir. Latrinendienst. Weber, der Kaspar und ich sind vom Leutnant zum Latrinendienst verdonnert worden für 3 Wochen. Völlig grundlos. Er hat sich wohl mit dem Funker gestritten. Familienstreit? Nun lässt er seinen Zorn an uns aus. Er hat uns als Feiglinge beschimpft. Dabei haben wir nicht einmal gehört, worum es ging. Kaspar hat die ganze Nacht geweint. Seine Verlobte schreibt ihm nicht mehr. Und nun 3 Wochen Latrinendienst. Das hat er nicht verdient, schreibt Rudi Lohmann. Wie gesagt, es hängt noch ein bisschen in der Schwebe, ob tatsächlich jetzt wir der Leutnant sind, der Neue. Oder ob ich da möglicherweise irgendwas gerade ganz falsch kombiniere, aber ich vermute mal, wenn es der Fall ist, dann werden wir früher oder später da noch ein bisschen was darüber herausfinden. Hier geht's in die Latrine, so riecht es auch. Ja, und so hört sich's auch an. Das Klopapier steht schon hier. Wir spazieren schon in der Scheiße rum, alter Falter. Bin ich froh, dass es heutzutage noch nicht diese Geruchsspiele gibt, wo man quasi auch den Geruch, wie im Kino beispielsweise, gibt es ja neuerdings auch, wo man auch den Geruch miterleben kann. Na, das wäre ja ein Highlight hier. Der Dienstplan für die kommende Woche wie folgt eingeteilt. Kehrdienst hat Feldwebel Nähe und Feldwebel Retzlaff. Küchendienst hat Unteroffizier Schmetthans und Gefreiter Henning und für die kommenden 3 Wochen werden wie folgt eingeteilt. Latrinendienst, Feldwebel Lohmann, Feldwebel Weber und Gefreiter Hafner. Über die haben wir ja gerade eben schon gelesen. Bäh. Da sollten wir uns vielleicht mal die Schuhe ausziehen, bevor wir da wieder zu dem Verletzten runtergehen. Der stirbt ja vom Gestank her. Eieieiei. Sonst gibt's aber nichts, kein Wunder. Hier hätte ich jetzt nicht nach Morphium gesucht. Latrine. So, wieder ducken. Sicher ist sicher. Wir wollen hier nicht klingeln. Wir wollen nicht auffällig sein. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, dem Hunger irgendwie auszuweichen. Ich würde das gern so beibehalten. Brauereistiege und Hamburger Chaussee. Okay, hier hinten geht sowieso nicht weiter. Das heißt, wir gucken erstmal hier. Und hier gibt's nichts. Gut so.
Boah, wie riesig diese Schützengräben sind, aber ganz klar, damit man sich hier natürlich auch bewegen kann. Denn wenn die jetzt nur einen Meter hoch wären, dann kann ja der feindliche Soldat auf der anderen Seite dich direkt abschießen mit dem Headshot. Wenn die hier 2 Meter hoch sind oder 2,5, da kannst du hier halt rumspazieren, ohne dass die anderen was tun können. Mhm. Weiß gar nicht, was das ist, eine Lunchbox oder so? Ich vermute mal. Okay, da hinten können wir was zerdeppern. Das heißt, ich gehe mal hier lang, denn dann wird es wohl hier nicht weitergehen. Genau. Da bin ich richtig froh hier im Spiel, dass es tatsächlich meistens nur den einen Weg gibt, den wir gehen können. Und der dann wohl der richtige sein wird zum Hamburger Chaussee. Denn wenn wir jetzt hier 5 verschiedene Wege hätten und wir einen richtigen aussuchen müssen, dann müssen wir alle abgehen, gucken, wo gibt es vielleicht noch einen weiteren Weg oder wo enden wir in einer Sackgasse. Denn es gibt ja hier irrsinnig viel zu sammeln, insgesamt 160 Briefe beispielsweise. Und wenn wir hier so viele Wege auch zur Auswahl hätten, müssten wir jeden abfrühstücken. Aber so geht das doch ganz gut, wenn wir genau wissen, es gibt nur diesen einen. Und hier finden wir den nächsten Brief. Die Überschwemmung. Woher kommt das ganze Wasser? Wenn es weiter steigt, werden wir hier absaufen. Janssen, der Fischkopf, behauptet, er sei das von der Küste gewohnt. Er sei das von der Küste gewohnt. Aber so viele Ratten schwimmen sicher nicht an der Ostsee. Widerliche Viecher und bissig, schreibt Feldwebel Brauer. Na gut, nur geregnet wird sie wohl nicht haben. Vielleicht läuft die Latrine aus. Und ganz ehrlich, dass die so verstellt sind, diese Gänge, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das wirklich war. Das ist ein Horrorspiel. Da können die einfach so platziert sein, damit man hier ein bisschen was platziert hat. Denn nur ein stinknormaler gerader Gang geradeaus ist auch blöd. Aber ob die so verstellt waren mit Fässern und so weiter und so fort. Ich meine, man musste sich hier doch bewegen können. Jetzt stell dir mal vor, die Feinde greifen an. Und du stehst hier und hast überall die Fässer rumstehen. Ich weiß nicht, haben die wirklich damals so ausgesehen, so verstellt? Oder ist es nur im Spiel so? Ich habe keine Ahnung. So alt bin ich nicht, dass ich da aus Erfahrung sprechen könnte. Hier gibt's nix. Oh, da ist tatsächlich ganz schön viel Wasser, aber wo kommt das denn her? Eine irrsinnig gute Frage. Mhm. Ein weiterer Brief. Hunger im Graben. Wir haben nur noch Pech, seit der Neue das Kommando übernommen hat. Und Hunger. Ich könnte ein Pferd fressen. Janssen hat eine Ratte gekocht, nachdem sie ihn gebissen hat. Sein Bein ist ganz aufgequollen. Er hat das Mistvieh tatsächlich gegessen. Ich wollte nichts, mir wird speiübel bei dem Gedanken daran, zu was uns der Hunger macht, schreibt Feldwebel Brauer. Und genau deswegen treibt sich der Hunger auch hier in den Gräben herum. Es ist nämlich nicht nur, und das haben wir schon ganz am Anfang, habe ich euch das gesagt, habe ich ja mir zusammengeschrieben, nicht nur eine physische Barriere für uns, dass der Hunger uns den Weg versperrt, sondern eben auch eine metaphorische, denn der Hunger war ein ständiger Begleiter aller Soldaten, völlig egal auf welcher Seite die an der Front sind. Und ich vermute mal, heute wird das Ganze nicht anders sein. So, hier geht's nicht weiter. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass dieser Stacheldraht hier sich bewegt. Ich habe keine Ahnung warum. Sieht aber irgendwie cool aus. Aber für uns geht's da drüben weiter. Und zwar Richtung Ostseepromenade. Da fehlt zwar das S, das macht aber nichts. Da können wir drüber hinwegschauen. Und jetzt spazieren wir hier lang Richtung Ostseepromenade. Irgendwo in den dunklen Gängen ist es immer noch nebelig. Wir haben einen verletzten Piloten, dem wir helfen müssen. Und ich bin gespannt, ob wir die Medizin möglicherweise hier finden werden in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Runde von Ad Infinitum. Bis dahin, tschüss!